Hallo und herzlich willkommen zu den Videogame News. Heute, eine Amazon-Konsole befindet sich tatsächlich in Entwicklung. Der Bioshock-Entwickler Irrational Games macht überraschenderweise die Pforten dicht und 100.000 Leute spielen gleichzeitig ein Pokémon-Spiel auf Twitch und es ist großartig. Amazon will künftig nicht nur mit Drohnen eure Post liefern, sondern auch noch euer Fernseher bzw. eure Videospiele kontrollieren. Die arbeiten nämlich momentan an einer Android-basierten Konsole. Mehrere Insider haben das in Anführungszeichen geleakt. Es soll tatsächlich sogar dieses Jahr rauskommen. Es gibt Gespräche mit Entwicklerstudios. Amazon fiel ja in letzter Zeit häufiger dadurch auf, dass sie Videospielstudios gekauft haben. Eben auch zum Beispiel neulich Double Helix, die eigentlich Microsoft gehört haben, die eben Killer Instinct, das Remake zu Killer Instinct entwickelt haben und auch vor kurzem Strider eben. Jetzt gehören die tatsächlich Amazon. Mal sehen, was sie mit denen anfangen. Außerdem haben sie sich vor einiger Zeit einen der Halo und Gears of War Schreiber, also Autoren quasi, gekrallt und arbeiten tatsächlich aktiv an Spielen und an dieser Konsole. Ich kann nur sagen, wenn das Ganze Android-basiert ist, dann klingt das für mich erstmal nach einer zweiten Ouya und das braucht doch keiner. Deswegen, ja, Competition ist immer gut und belebt das Geschäft. Wir können mehr Konsolen gebrauchen. Und so ist klar, das schadet niemandem, wenn da noch was Neues rauskommt. Allerdings müssen sie sich dann natürlich auf dem Markt beweisen, der ja schon irgendwie sehr etabliert ist mit den großen Giganten Xbox und PlayStation und Nintendo, die so ein bisschen hinterherdimpeln momentan. Bei denen wird sich sicherlich noch was tun, wenn dann die ganzen großen Nintendo-Spiele wie Smash Bros. Dieses Jahr rauskommen. Aber dann haben wir vielleicht noch einen weiteren Spieler, nämlich Amazon auf dem Feld. Das Ganze wird natürlich dann nicht nur eine Videospielkonsole sein, sondern euch sicherlich auch Amazon Video und so ein Kram bieten. Die wollen dann natürlich komplett in euer Wohnzimmer, so wie Microsoft das eben auch mit der Xbox One versucht, wird sich eben zeigen, ob das Ganze dann nur sowas wie Handy-Games bieten wird, da es halt Android-basiert ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da noch so passieren wird. Was denkt ihr, haben wir es hier mit ernsthafter Konkurrenz für die großen Konsolen zu tun oder wird das Ganze so eine Floppe werden wie die Ouya? Schreibt in die Comments. Irrational Games, das Studio, das verantwortlich ist für Bioshock und vor kurzem Bioshock Infinite, wird überraschenderweise jetzt geschlossen, beziehungsweise auseinandergenommen und ausgeschlachtet. Das wird zumindest nicht mehr das sein, was es vorher war, denn der Chef Ken Levine, der auch der Autor quasi ist der Bioshock Story, hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme meinen Hut und hau ab, so ungefähr. Jetzt hat er sich ein kleines Kernteam aus ca. 15 Leuten mitgenommen und will sich auf Story-basierte Spiele konzentrieren, kleinere Spiele, eher so dieses Indie-Spielmodell, Download-Spiele. Das Ganze ist von 2K abgesegnet. Er bleibt nämlich noch bei denen unter Vertrag und wird dann da in Zukunft mit diesem kleinen Team Spiele entwickeln. Was passiert mit den ganzen anderen, vielleicht circa über 100 Leuten, die an Bioshock gearbeitet haben? Ja, Ken Levine hat gesagt, er kümmert sich momentan darum, dass die auch alle einen Job kriegen. Natürlich ist das ein, ja, sehr arschiger Move im Prinzip von ihm zu sagen, weil er keine Lust mehr hat auf diese großen Spiele und ein bisschen mehr was Künstlerisches machen will, dann da das Studio auseinanderzunehmen. Aber diese Serie Bioshock ist eben so sehr an diese Person, Ken Levine, gebunden, dass er, wenn er da keine Lust mehr drauf hatte, eben die schwierige Entscheidung treffen musste, um da rauszukommen sozusagen, musste das passieren. Ist jetzt leider blöd für alle, die da gearbeitet haben, aber es ist offenbar so, dass die jetzt tatsächlich relativ viele Jobinterviews organisiert haben bei anderen Studios. Auch wird Bioshock natürlich nicht vorbei sein, aber es wird eben dann von einem neuen Studio oder einem neuen zusammengesetzten Team eben entwickelt werden. Wie viele dann vom Kernteam da bleiben, ist unklar. Allerdings ist klar, dass Ken Levine nicht mehr dabei ist und die Story, die er da gestrickt hat über die Zeit, jetzt in alle möglichen Richtungen weitergehen könnte. Das Ganze ist natürlich sehr überraschend, wo doch Bioshock Infinite so erfolgreich war. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, was er da so hinlegen kann, wenn er wirklich ein storyfokussiertes Spiel machen kann, denn meiner Meinung nach war das das Beste am Bioshock-Universum, also die Story und die Welt, die da gemalt wurde quasi von dem Entwicklerteam, die Atmosphäre. Und wenn er sich nur darauf konzentrieren kann, was er wohl gesagt hat, was sein Fokus sein wird, dann denke ich, da kann was richtig Cooles bei rumkommen und man darf auf jeden Fall gespannt sein. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Seid ihr traurig, dass Bioshock wahrscheinlich nicht mehr dasselbe sein wird wie vorher? Oder seid ihr so wie ich auch ein bisschen gespannt, was Ken Levine, der ja tatsächlich was auf dem Kasten hat, da so hinkriegen kann? Schreibt's in die Comments.
Jetzt kommen wir zu einer etwas erfreulicheren bzw. lustigeren News, denn auf Twitch ist jemand auf die geniale Idee gekommen, einfach mal die Original-Pokémon, nämlich Pokémon Rot, ja, mit dem Chat von Twitch zu verknüpfen. Und wer sich mit dem Twitch-Chat schon mal befasst hat, der weiß, das ist ein großartiges Chaos. Das Ganze funktioniert jetzt nämlich so, dass alle, die in diesem Chat teilnehmen, den Spielercharakter steuern. Und es ist, ja, so wie ihr es euch vorstellt, absolut ungeordnet und chaotisch. Aber völlig großartig. Ganz am Anfang war es so, dass jeder Input, den ein Spieler geschrieben hat, quasi in einen Move im Spiel mit einer kleinen Verzögerung umgesetzt wurde. Hier gibt es auch nicht den berühmten Slow-Mode des Chats, sondern der Chat läuft einfach in voller Geschwindigkeit durch, auch für Abonnenten des Kanals quasi. Mittlerweile haben sie dann eingeführt, dass es einen sogenannten Demokratie-Modus gibt. Da werden die Eingaben der Teilnehmer gesammelt und das, was am meisten gespammt wurde, quasi wird dann ausgeführt. Außerdem kann man an Anarchie oder Demokratie in den Chat spammen und dann bewegt sich so eine Leiste und das jeweilige wird ausgeführt. Also wenn der Anarchie-Modus aktiv ist, wird wieder jeder Input vom Chat in eine Spielaktion umgewandelt. Die haben es tatsächlich auch schon geschafft, ein paar Arena-Leiter zu besiegen. Allerdings dreht sich das natürlich mehr im Kreis, denn da sind auch eine Menge Trolle, die eben irgendeinen Mist spammen, so dass dann halt auch teilweise welche von den tollen Pokémon, die sie dann gefangen hatten und trainiert hatten, gelöscht wurden und aller möglicher Quatsch. Es ist großartig zum Zugucken, aber eben extrem langwierig. Also da dauert es schon mal einen ganzen Tag, bis irgendwas passiert ist, was irgendwie Bedeutung hat. Jetzt macht der Typ natürlich eine Menge Reibach auch mit diesem Kanal, denn da laufen auch Werbeanzeigen, die laufen allerdings sehr fair, also nur wenn man draufkommt, laufen solche Pre-Roll-Anzeigen, also das Minimum quasi, was man machen kann. Sehr freundlich, ist aber auch eine tolle Idee. So gut, dass schon ganz viele versucht haben, diesen Kanal nachzuäffen, also da gibt es jetzt allen möglichen Quatsch. Eine ganz interessante Idee ist, dass die Inputs von diesem Kanal, also die Chat-Inputs genommen werden, um damit ein Tetris-Spiel quasi zu spielen. Das läuft auf einem anderen Kanal. Auch hat sich jemand gedacht, er macht dasselbe, nur, ach Mensch, nimmt da doch direkt gleich zufallsgenerierte Inputs. Das ist auch sehr witzig anzusehen. Also alles völlig Banane, was um dieses neue Twitch-Phänomen da herum passiert. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wenn ihr da tatsächlich selber mal mitspielen wollt oder vielleicht sogar schon habt oder einfach nur meinen Enthusiasmus für dieses neue Internetphänomen teilt, dann lasst mir doch einen Kommentar da und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Das waren jetzt auf jeden Fall wieder die Videogame-News. Ihr habt vielleicht gemerkt, diesmal ohne Kamera, denn ja, ihr habt es auch schon bemerkt, meine Kamera ist crap, das habe ich ja bereits erwähnt. Die hat halt einen sehr schlechten Autofokus, da ist das Bild einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und das hat einfach meinen Standards quasi nicht genügt. Deswegen hier im Hintergrund schön Hearthstone-Footage. Ich hoffe, das war auch für euch okay. Könnt ihr gerne auch was dazu schreiben, dafür sind die Comments nämlich auch da, also für Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann verprügelt den Like-Button, schaut mal meine anderen Videoserien an. Im Moment spiele ich ein total cooles, trashiges Game mit dem Dirk in Couchkorb, nämlich Earth Defense Force, wo man gigantische Ameisen mit noch gigantischeren Waffen abballern muss und dabei die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt. Ist sehr spaßig. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!